Na, servus Geschichte. Ich würde zumindest der Wiener sagen, wenn er diesen Whisky in der Nase hat, aber Wienerisch ist nicht unbedingt die Sprache, die zu dem Whisky passt, denn der kommt aus Deutschland. Die Destillerie, aus der er stammt, ist für mich eine, die deutschen Whisky sehr gut repräsentiert und hier vor allem die rauchige Variante des deutschen Whiskys. Ich habe die Probeflasche von einem Airport Tasting aus Nürnberg. Und es ist der Elchwhisky, der Torf vom Torf in der 7. Auflage. Die ist 2021 erschienen im Februar mit 50,2%. Die Auflage war 1200 Flaschen. Und ich denke, dass da noch einige unterwegs sein werden und dass man die vielleicht noch bekommen könnte. Ansonsten kann ich Ihnen versichern, es tut jede andere Auflage auch, die Sie bekommen können. Fangen wir an. Die Nase. Die Nase ist jetzt eher noch nicht so wirklich voll auf der Torfschiene, wie man sich's vorstellen würde. Klar, es ist da Torf, es ist da Asche, es ist da ja fast ein bisschen eine Gumminote und irgendjemand hat mal bei Tasting Notes geschrieben, da sei auch ein wenig Senf dabei und dem kann ich beipflichten. Es ist für mich aber kein bayerischer Senf oder kein süßer Senf, sondern so ein bisschen Estragon-Senf, wie man ihn in Österreich kennt. Am Gaumen geht das Feuerwerk dann wirklich richtig los. Ja, hier ist zunächst einmal ein bisschen Süße und danach der Süße, da kommt dann wirklich Torfrauch mit viel Druck und viel Kraft. Ein bisschen so dieses elektrische Britzeln, was manche torfigen Whiskys bei mir im Gaumen verursachen. Ein Freund von mir hat das mal bezeichnet, als hätte man die Zunge an einen Eisenbahntrafo gehalten. Ungefähr so empfinde ich den auch. Und dann besonders im Abgang nach hinten, da wird er höchst interessant, weil da ist er jodig, da ist er torfig, da ist er rauchig und das bleibt wirklich, wirklich lange picken, würde der Wiener jetzt wieder sagen. Also ein wunderschöner, torfiger Whisky, der für mich ganz oben auf der Liste der Torfigen steht, vor allem, weil er auch nicht ganz gleich ist zu den torfigen Whiskys, die man von Islay oder Schottland kennt, sondern wirklich eigenständig. Das ist eine wirklich gelungene Sache aus Deutschland, die ich nur höchstens empfehlen kann. Wenn Sie irgendwo einen finden, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und Slunch.